Digga, bleib doch mal locker. Das verdammte Stück Scheiße. Hier, probier's mal mit Fingerspitzengefühl. Nein, hilf nur hohe Gewalt. Das wäre genau der Richtige. Der bin ich! Warum hast du denn eigentlich diese Scheißlaune immer noch wegen diesem Eberhard? Der Typ heißt Eduard. Von mir aus. Weißt du, es gibt einfach einen besseren Start in den Tag, als dem Typen hier im Hangar zu begegnen. Der Typ ist eine Pfeife, lehn dich zurück, entspann dich. Natürlich ist es eine Pfeife und was für eine. Der Typ ist total gaga, der ist nicht aus dieser Welt. Aber das macht ihn ja so unberechenbar. Und? Aber sie liebt dich? Ist das so? Ja, hätte sie ihm das nicht gesagt, wäre unser Eberhard hier nicht aufgetaucht. Wahrscheinlich. Ja. Und warum macht sie das, Gregor? Du meinst, sie hat sich mit ihrem Geständnis für mich entschieden? Na klar, Mann. Also, auch wenn das von dir kommt, Ja, komm, sag's. Da könnte was dran sein. Hoffentlich. Hoffentlich. Zwei Cappuccino. Espresso mit Milch, zweimal. Ist angekommen. Sah aber nicht so aus. Mann, Gregor, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Wir haben doch gerade beide festgestellt, dass sie es ihrem Verlobten erzählt hat, oder? Also, du bist ihr wichtig. Weiß ich. Aber nichts aber. Das ist alles, was zählt. Jetzt mal unter uns, damit du es begreifst. Ich will einfach nur wissen, wie es mit Luise und mir weitergeht. Jetzt haben wir uns schon ein paar Tage lang nicht mehr gesehen. Ich verstehe gar nicht, warum sie sich nicht meldet. Meld du dich doch. Das mache ich ja, aber sie geht ja nicht an ihr Handy. Und schreib ihr eine SMS. Mann, Alter, das ist eine Prinzessin. Die ist gewohnt, dass man sich ein bisschen ins Zeug legt. Ja. Ja. SMS. Tja, dein Bruder ist jetzt berühmt. Ja, hier stehen bestimmt bald die Paparazzi-Schlange. Ja, könnte uns wirklich blühen. Auf jeden Fall war es ein guter Fang. Die hat bestimmt einen Haufen Kohle. Das mal wieder alles, was dich interessiert. Was steckt da eigentlich? Habt ihr heute schon mit ihm gesprochen? Nein. Ich rufe ihn mal an. Der Lover von Prinzessin Luise. Und ich kenne ihn. Guck mal rüber. Gestern war ja richtig was los. Schau mal hier. Carla von Lahnstein im Knast. Fährst du zum Schneider? Ja, soll ich dich irgendwie mitnehmen? Kannst Gedanken lesen, ne? Oh, unser Promi. Na, wie fühlt er sich? Ist auszuhalten. Kann mir mal jemand sagen, was ihr alle so glaubt? Also, ich hab da so eine Ahnung. Ich hab dir doch gesagt, er liest keine Zeitung. Muss er ja nicht. Reicht doch, wenn er die Fotos sieht. Was für Fotos? Scheiße. Hey, was soll denn das? Raus hier! Wo haben Sie denn gegangen? Raus! Wie lange geht der Fähre-Shop? Ey, wer sich nicht dran hält, kriegt Hausverbot! Hey, kusch, kusch, was gibt's Ärger, klar? Alter. Ich glaube, du brauchst einen Sonnen, oder? Hier schon noch Trara machen, was ist denn dann erst bei Luise? Doch, da hast du die Gesamtgruppe an dem Tag. Christian. Hey, wir haben euch doch schon mal gesagt, hier gibt es nichts zu sehen. Los, raus. Raus. Und erzähl das auch deinen Kollegen. Ich glaube, wir brauchen einen Türsteher. Oh. Das glaube ich auch. Raus, du Hans. Raus. Das sind nur die Exemplare, die den Weg zum Schloss nicht gefunden haben. Da willst du da echt hin? Ja, ich fürchte, ich muss. Ich werde bei Charlie vorbeischauen. Bin gespannt, ob die das echt durchziehen. Was durchziehen? Ich habe da sowas läuten gehört.
Frag mal, wer den Preis heute Abend kriegen soll. Carla von Lahnstein. Nein. Pikant, pikant. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch, bei der Preisverleihung vorbeizuschauen. Wäre auf jeden Fall ein schönes Zeichen deiner Solidarität Carla gegenüber. Aber willst du dir das echt antun, wieder ständig an Charlies Seite rumzuhängen? Wieso? Es läuft ja gerade wieder gut zwischen uns. Ja, aber mehr als Freundschaft wirst du von ihr nicht erwarten können. Du hast doch Christian auch umgedreht. Regel Nummer 1, Geduld. Und Regel Nummer 2, und die ist viel wichtiger, nicht jeder Hetero wird irgendwann Homo. Und Charlie sowieso nicht. Du hast mehr Mut. Oh, Olli und Christian, hallo. Habt ihr es doch noch geschafft? Ja, wir dachten zur moralischen Unterstützung. Ach, ihr zwei, ihr drei Goldstücke. Oh. Auch ein Sekt? Gerne. Gerne. Was macht Olivia denn hier? Akquise. Ich bin sehr wandelbar. Ich habe für einen Werbespot einmal in einer Woche 3 Kilo zugenommen. Das wäre Größe 36. Meine Sachen fangen bei 38 an. Geben Sie mir 2 Wochen. Ich glaube, ich kümmere mich mal. Ja. So. Danke schön. Tja. Auf eine nicht allzu langweilige Laudatio. Du hast noch gar nicht gehört? Was für? Die werden Carla von Lahnstein den Preis nicht verleihen. Ja, wer im Knast sitzt, ist kein gutes Aushängeschild. Was? Ich glaube, der Tag ist ein voller Erfolg. Sicher nicht für jeden. Du meinst wegen Carla. Hier gibt es viele, die an sie denken. Fragt sich nur wie. Ruhe bitte! Ihr den Preis abzuerkennen, ich fasse es nicht. Was? Jetzt seid doch mal ruhig. Wir kommen zur Preisverleihung. Ich erspare uns lange Reden. Sie ist eine taffe Frau, die in ihrem Metier zu den Besten gehört. So, mal sehen, wen Sie da so schnell vorgekramt haben. Der Preis des Vereins schwul-lesbischer Unternehmer und Unternehmerinnen geht dieses Jahr an Charlie Schneider. You don't need to think about it. My only love, I promise it to you. So don't need to check it out. Trust me, I swear, I can't live without you. Je suis belle sans toi.